Wir haben schon viel gehört von Türen und Toren und Wegen und weiss ich was. Und jetzt komme ich auch noch mit einem Weg. Am 31. Januar von diesem Jahr habe ich in meinem täglichen Bibellesen bin ich auf den Vers gekommen. Geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben. Und viele sind auf diesem Weg, doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben und nur wenige finden diesen Weg. Jetzt, wenn wir das überlegt haben, damals ist mir dann so aufgegangen und während dem ganzen Jahr sind mir die Gedanken ständig durch den Kopf gegangen mit anderen Bildern, mit anderen Sachen. Und ich probiere euch jetzt einfach ein bisschen mitzunehmen auf die Reise, auf die Entdeckung. Und ich muss sagen, als erstes, wenn ihr das hört, kommen euch so Bilder in den Sinn. Ich habe es extra nicht mitgebracht, weil ich finde sie furchtbar. Aber die Bilder, wo so ein breiter Weg irgendwo in ein Feuer reinführt und dann so eine enge Tür. Es tönt nach Kontrolle, nach Einschränkung, nach steil. Steinig, sicher unangenehm, herausfordernd, anstrengend. Man muss sich bucken, man muss sicher irgendwo unter. Ja, es ist einfach eklig, oder? Und das ist das, was eigentlich wir Religion nennen. Also, das haben wir, ich meine, man sieht das in diesen vielen Illustrationen. Religion hat immer probiert, den Menschen sie einzudämmen, einzuschränken, ihnen Aufgaben zu geben, sie zu unterdrücken, damit man die Leute auf der Welt besser führen kann, besser kontrollieren und bei der Stange behalten. Und im Grunde genommen zeigt das ja auch, wenn wir den Text lesen und uns negative Sachen in den Sinn kommen, dann zeigt uns ja das eigentlich auch, was wir von Gott halten. Haben wir das Gefühl, dass er wirklich so ist, dass wir eigentlich müssen, ja nicht Angst haben, aber dass wir eben, dass immer alles ein bisschen auf der Kippe ist. Wenn wir uns nicht ganz richtig verhalten, dann gibt es gerade eins auf die Finger und dann muss man wieder das und das machen. Und ja, ist das unser Gott? Entspricht das dem, was wir haben? Hat Gott nicht ganz andere Sachen gesagt? Hat Jesus nicht gesagt, wenn ich euch frei mache, dann sind ihr wirklich frei? Keine Unterdrückung, keine Schwierigkeiten. Im Psalm 23 lesen wir zum Beispiel, der wie? Aha. So, jetzt ist es gegangen. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Tönt das wirklich so unangenehm? Oder im Johannes 10,10 schreibt er, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um mein Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Tönt das nach Einschränkung? Tönt das nach mühsam? Oder tönt das nach Witte? Tönt das nach Schönheit? Im Jesaja 61, ich hoffe, ich könnte, ja, da kann es, glaube ich, schon lesen. Staat, vorbei ist die Leidenszeit der Einwohner Zions. Sie streuen sich nicht mehr voller Verzweiflung Asche auf den Kopf, sondern schmücken sich mit einem Turban
Statt der Trauergewänder gebe ich ihnen duftendes Öl, das sie erfreut. Ihre Mutlosigkeit will ich in Jubel verwandeln, der sie schmückt wie ein Festkleid. Wer sie dann sieht, vergleicht sie mit Bäumen, die Gott selbst gepflanzt hat. Man wird sie Garten des Herrn nennen, an dem er seine Größe und Macht zeigt. Und im Jeremia 29, Vers 11, Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn. Und ich will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Also wir sehen, dass die Bibel ganz andere Sachen zu dem engen Weg sagt. Dass die Bibel ganz andere Vorstellungen hat, wie das Gott den Weg mit uns gehen will. Und ich denke, wir müssen immer wieder, ich sage, hat das mir gesagt, ich muss immer wieder eigentlich, die Bibel sagt, Buß tun oder umkehren. Es ist wirklich ein Umkehren vom Denken. Wir müssen Gott gut zutrauen. Wir müssen darauf vertrauen, dass er es gut meint. Und wenn er sagt, geht durch die enge Tür, hat das vielleicht einen guten Sinn. Es könnte ja sein, dass er das eigentlich durch die enge Tür durchgeht, heisst, dass er uns als Individuen behandeln will. Dass wir nicht die grosse Masse sind, dass wir jeder Einzelne für ihn wichtig sind und dass er sich uns widmen will. Wenn wir daran denken, was das bedeutet heutzutage, es gibt so viel Fake News. Man weiß nicht mehr, was richtig ist, was falsch ist, was man trennen kann. Dann ist man doch froh, wenn man irgendwo eine Richtlinie hat, wo man sich daran halten kann. In der Weite der Wüste sind wir frommen Kompass. Ich weiß nicht, ob ihr mal zur Nacht auf dem Meer gesegelt oder gefahren seid. Wenn man so in die Küstennähe kommt und man sieht einfach nichts. Hat vielleicht noch Nebel, hat vielleicht noch Wolken, dann ist man wahnsinnig froh um einen Leuchtturm, der einem einfach direkt die Richtung zeigt, wo man hingehen soll. Oder jetzt kommt die Skisaison, ihr seid vielleicht auch schon Skifahren und dann ist plötzlich der Nebel gekommen. Ich habe das mal erlebt und das ist schon... Ich habe die Piste gut gekannt und ich bin mit einem Bekannten Skifahren und der hat keine Ahnung gehabt, wo er ist natürlich. Und wir sind wahnsinnig froh gewesen um die Pföste so entlang der Piste. Und wir sind dann also nicht mehr gefahren, wir sind dann mehr einfach so runtergerutscht von einer Pfosten, weil ich gewusst habe, was durchgeht. Der zweite, nächste Pfosten hat man nicht gesehen, aber ich habe gewusst, was durchgeht, hat man so sich am nächsten ane gehangelt. Es war ein bisschen unangenehm. Oder denkt, jetzt ist Krieg. Zum Teil sind Gebiete vermint. Da sind wir eigentlich auch froh, wenn der Weg, der muss nicht breit sein, aber der muss markiert sein für uns. Der muss für uns gemacht sein, dass wir durchkommen durch die gefährlichen Sachen. Und lustigerweise gibt es ja in vielen Märchen und so Geschichten kommen enge Türen vor. Man geht irgendwie durch ein Loch durch und dann ist plötzlich eine wunderschöne Welt auf der anderen Seite. Oder denkt an Lucy im Narnia, wo sie durch einen Kasten durchgeht und plötzlich in einer anderen Welt ist. Alles im Wunderland. Es gibt einen Haufen so Bilder, wo der Reichtum und die Schönheit immer gerade auf der anderen Seite sind. Und vielleicht wird uns ja Gott einladen, dass wir in diesen Reichtum, in der
andere Seite, ins Schöne hineinkommen von dieser Welt, wo wir drin leben. Und wie so oft, wenn wir eigentlich die Stimme vom Teufel hören, eben, das ist mühsam, oh, da meint er sicher nicht gut, ihr habt es schwierig und er will, dass ihr euch unterdrücken, demütigen und so weiter. Das ist ja so wie am ganzen Anfang in der Bibel. Dort hat Gott ihnen auch alles gegeben, alles, außer ein Baum. Und da hat man sich nur auf den gestürzt und gefunden, das ist eine Schweinerei, das will er uns vorenthalten. Und jetzt fragt er uns, dass wir durch eine Enge durchgehen und wir sträuben uns eigentlich mit allem. Aber wenn wir mal schauen, was die Alternative ist, dann können wir ja schauen, was habt ihr lieber? Habt ihr lieber so etwas? Oder habt ihr lieber so etwas? Oder habt ihr lieber eine breite Straße, die verstopft ist? Oder eine wunderschöne Straße, die ihr könnt geniessen könnt? Oder werdet ihr gern in Masse drillt? Oder habt ihr lieber einen privaten Coach, der zu euch schaut? Ich lasse euch mit diesen Gedanken allein. Das ist einfach so die Idee von viel und wenig. Oder es gibt ja in der heutigen Werbung auch noch den Satz, weil ich es mir wert bin. Da wird irgendetwas Exklusives aus der Kosmetik, es ist meistens mit Frauen zu tun, wird etwas angepriesen als extrem exklusiv und so weiter. Aber wenn ihr euch jetzt das überlegt, wenn das alle machen, dann ist es ja nicht mehr exklusiv. Dann ist es ja langweilig. Dann stechen wir nicht mehr raus. Und da ist mir als Zweites zu dem Thema aufgegangen, dass Gott eigentlich mit jedem von uns einen Weg vorhat. Er hat uns ja gemacht. Er kennt uns in- und auswendig. Er hat uns ausgerüstet, hat uns unsere Gaben gegeben, hat uns geholfen, Sachen zu lernen im Verlauf des Lebens. Und das heisst doch, dass dein Weg und mein Weg nicht der gleiche sind. Es kann nicht sein. Weil du hast andere Ausrüstungen als ich. Du bist jünger oder hast mehr Energie oder du hast etwas anderes gelernt. Du bist noch mal anders geboren, du hast andere Erfahrungen. Alles diese Sachen habe ich nicht. Und sind hat Gott dir gegeben für deinen Weg. Gott ist nicht langweilig und macht alles gleich. In deinen Bildern, die wir da sehen von dem steilen und breiten Weg, ist ja so, dass irgendwie die Leute alle so auf einem ganz engen Weg, die dann die Türen finden, dass die alle auf einem engen Weg mühselig hintereinander gehen. Sie sind meistens nicht fröhlich, sie singen nicht, sondern es ist mühsam, oder? Und die laufen alle den gleichen Weg hinten dran. Und Gott hat dann zu mir gesagt, ich habe für jeden einen anderen Weg. Jeden ist anders und ich habe für euch und für dich und für irgendjemanden einen anderen Weg. Ihr müsst nicht, das Ziel wird das gleiche sein, aber wenn ihr dort hinkommt, da habe ich für jeden einen angepassten Weg. Gott ist nicht fantasielos. Wenn ihr denkt an das Universum, die Schönheit, die Pracht, alles, was er geschaffen hat, die Farben, das ist unglaublich. Sonnige Variationen. Und dann soll er plötzlich bei uns sagen, nein, da haben wir einen grauen Weg, steinig, staubig. Und ihr müsst alle den, müsst vielleicht auch noch so möglichst graue Kleider anlegen, damit ihr ja nicht auffallt und damit niemand Freude hat und euch,
Die Gedanken sind so fern von Gott. Er hat so viele Facetten und so viele Möglichkeiten für uns. Und er will unsere Begabungen auch brauchen. Er will uns umeinander zu dienen, umeinander zu helfen. Er kann das brauchen. Aber jeder Weg ist anders. Was für dich in die Richtung geht, geht für mich vielleicht in die. Aber er braucht unsere Fähigkeiten und will sie auch einsetzen. Die einen gehen gerne bergsteigen. Die finden das eine Herausforderung, möglichst steil, möglichst vielleicht noch mit einem Seil und weiss ich was. Lässig. Gott führt dich dorthin. Wunderbare Aussichtspunkte. Könnt nachher erzählen, haben das und das gesehen. Ganz lässige Zeiten. Andere gehen lieber ins Schilf, gehen Vögel beobachten. Sitzen stundenlang da und schauen durch so einen Feldstecher. Ist nicht ganz mein Ding, aber für die, wenn die dann irgend so einen Vogel finden, sind sie total begeistert. Ich habe einen Cousin in Chicago und der ist, wenn der einen bestimmten Vogel findet, ist der total happy. Dann ist Facebook voll von Bildern und erzählt Geschichten und weiss ich was alles. Ich denke, ja, ist lässig für dich, oder? Aber es ist schön, Gott hat für jeden einen eigenen Weg. Er weiss, was du gern hast. Er weiss, was deine Bedürfnisse sind. Er kennt deine Wünsche. Und so oft haben wir ja das Gefühl, wenn wir mit Gott laufen, dann kann es sicher nicht das sein, was wir gerne machen. Weil das ist primär uns eingetrichtert worden. Das kann nicht sein. Das ist eben der Breitweg. Mach das nicht. Aber Gott kennt uns ja. Sonst hätte er uns anders gemacht, wenn er uns nicht so hätte wollen, wie wir sind. Und er weiß, was wir gerne machen und was wir gut machen und will uns in dem auch unterstützen. Er ist sogar so weit in seiner Hilfe, dass er sagt, schaut, ich helfe euch auf dem Weg. Ihr geht nicht allein. Ich nehme eure Last sogar ab. In Matthäus 11 sagt er, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch geplagt und von eurer Last verdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Stellt euch vor, ihr habt jemanden für so einen Weg und der andere bietet euch noch das Gepäck zu tragen. Ist doch lässig. Da ist man eben frei. Da ist man, ja, das tut einem gut. Er hat uns versprochen, dass er schaut, dass er weiss, wenn wir anhalten müssen und wenn wir wieder weitergehen können. Er kennt die Stellen, wo wir wieder auftanken müssen. Er weiss, wo die Toilettenstopps sind. Er weiss, wie wir unterwegs sind und wenn wir ausgeruht sind, wenn unsere Akku am Ende sind und wenn sie wieder aufgeladen sind. Er kennt das alles. Und das will er mit uns teilen. Und er hat ja angeboten, dass er mit uns kommt. Das ist unglaublich. Er ist immer da. Und wir dürfen ihn einfach fragen, wir dürfen ihm eben auch unser Gepäck abgeben. Aber wenn wir selber schleppen wollen, sagt er, bitte, ich bin da, ihr könnt es mir geben. Und das bringt mich jetzt noch zu einem dritten Punkt mit diesem Weg. Und der dritte Punkt ist etwas, wo ich denke, also es fällt mir schwer, aber vielleicht euch auch, weil das so ist, dass wir alle einen anderen Weg gehen, können wir einander wirklich nicht beurteilen, ob das, was der andere macht, gut ist oder schlecht. Wir haben ja das Gefühl, wir wissen, was für den anderen gut ist. Wir haben das Gefühl, wir wissen, welchen Weg er sollte gehen und dass er jetzt das muss machen und dass das für ihn jetzt dran wäre. Und das ist nicht der Fall.
wir haben keine Ahnung, was für den anderen gut ist. Und was für den einen gut ist, ist vielleicht für den anderen nicht gut. Da ist mir dann auch noch aufgegangen, wo der Michael Kreuter predigt hat, Ende Oktober, hat er gesagt, der Ankläger, das ist der Teufel. Und der Richter, das ist Gott. Also wir haben nie einen Platz in dem. Wir wollen nicht dem Teufel helfen, wir sind ja nicht des Teufels Advokat, so quasi. Und Richter sind wir ganz sicher auch nicht. Und darum, wenn wir andere finden, wo wir das Gefühl haben, die treiben es ein bisschen wild oder die nehmen das und das nicht so ernst und die sollten doch, sollten wir sie lassen. Dann machen wir uns zum Ankläger und das ist nicht unsere Rolle. In der Bibel hat der Paulus hat ganz pointierte Aussage zu dem gehabt. Wenn du ihn verurteilst, ist es, wie wenn du dich zum Richter über jemanden machst, der im Dienst eines anderen steht. Wer bist du, dass du dir so etwas anmaßt? Ob jemand mit seinem Tun bestehen kann oder ob er nicht besteht, das zu beurteilen ist einzig und allein Sache seines Herrn, dem er verantwortlich ist. Und er wird bestehen, denn es steht in der Macht des Herrn, ihn zu bewahren. Also das ist nicht unsere Aufgabe. Oder im Römer 8, 33 sagt er, wer könnte es wagen, die von Gott Auserwählten anzuklagen? Niemand, denn Gott selbst hat sie von aller Schuld, spricht sie frei von aller Schuld. Oder ihr erinnert euch, wo nachdem der Petrus Jesus dreimal verleugnet hat, dann hat ja dann Jesus dreimal der Petrus herausgefordert und hat ihn gefragt, liebst du mich? Und nach dem allem sieht der Petrus der Johannes. Und dann geht es gerade los. Als Petrus ihn sah, fragte er Jesus, Herr, und was wird aus diesem hier? Und dann sagt Jesus, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Du folge mir nach. Also für uns geht es nicht darum, die anderen zu be- oder verurteilen. Unsere Aufgabe ist ganz etwas anderes. Natürlich, wenn wir sehen, wie wir das Gefühl haben, jemand driftet ein bisschen weg, können wir mit ihm reden. Wir können ihm sagen, du, wir haben das Gefühl, du hast Mühe, können wir dir helfen? Wir sind da, um einander zu ermutigen. Wir können den anderen, und das finde ich so wichtig, das ist auch bei den Kirchentagen schön, das sieht man nämlich, wir können den anderen ermutigen, indem wir ihnen erzählen, was wir mit Jesus erlebt haben. Das macht viel mehr Eindruck, als wenn wir jemandem sagen, ich habe das Gefühl, Gott sagt, du sollst das und das machen und dort hingehen. Sondern wenn wir sagen, was Gott in unserem Leben gemacht hat, wir können ihnen Mut machen, wenn wir ihnen auch von unseren Versagen berichten. Dort, wo wir nicht mehr weitergekommen sind, dort, wo wir versagt haben, dort, was nicht gut rausgekommen ist, dann können wir den Leuten sagen, aber Gott war treu. Er hat zu mir gehabt. Manchmal sieht man das auch erst im Nachhinein. Manchmal sieht man das erst so, wie in dem Gedicht beschrieben, wo die Spuren im Sand, wo man plötzlich sieht, ja, da hat mich Gott gedreht. Das sieht man meistens nicht, wenn man selber drinsteckt, aber nachher sieht man das. Und wir sind da dazu da, einander so zu helfen. Wir sind da, um füreinander da sein, füreinander zu beten, wohl wissend, dass wir nicht wissen,
wodurch es geht, aber dass wir sie dürfen vor Gott bringen und ihn richten lassen, ihn entscheiden. Er bringt Ermutigung, wir können sie auch ermutigen. Und vielleicht erinnert ihr euch jetzt in diesem Zusammenhang noch an die Predigt von Markus, auch mit Kosmetik zu tun. Das hat damals DAF geheissen. Das ist mir zum Glück geblieben, Markus. Das ist eine gute Einteilung. Das dürfen wir füreinander machen. Wir dürfen einander dienen. Wir dürfen Opfer bringen. Wir können unser Verhalten anpassen. Und wir können einander ermutigen. Das ist der Dienst aneinander. Und Zurechtweisung und Anklage, das hat nichts mit uns zu tun. So viel zu diesen drei Wegen. Ich fasse einfach noch mal kurz zusammen, dass ihr das, was ich denke, was wir mitnehmen können oder was ich mitnehme. Als erstes, acht auf deine Gedanken. Denn sie bestimmen dein Leben. So wie du denkst, so tut sich deine Gefühlswelt und deine Gedankenwelt entwickeln und du läufst in diesen Weg. Wenn du das Gefühl hast, wenn du merkst, dass schlechte Gedanken kommen, schau, woher die kommen und ob die stimmen. Vielleicht stimmen sie eben nicht, sondern sie sind einfach eine Lüge. Müssen wir mal schauen, wo die Gedanken herkommen. Zweite ist, dein Weg ist einzigartig. Du musst dich mit niemandem vergleichen. Du kannst dich mit niemand anderem vergleichen. Wenn du andere beneidest oder wenn du findest, ja, das hätte ich jetzt auch gern, also, denk daran, wenn Gott das hätte wollen, dann hätte er zwei von diesem Typ gemacht. Aber er hat nicht zwei gleich gemacht. Also, du bist einzigartig und dein Weg ist einzigartig. Und da, das gibt dir Würde und gibt dir ja, Gottes Zusage, dass er bei dir ist. Und das Dritte, und das ist in einer Gemeinde wichtig und das ist in unserem Leben wichtig, tun wir uns doch nicht vergleichen, anklagen und richten. Ja, ich wollte noch beten zum Abschluss. Ja, Jesus, wir danken dir, dass du gekommen bist, um uns Freiheit zu geben. Du bist nicht gekommen, um uns zu unterdrücken, uns quasi zu machen, dass wir dir dienen. Du bist gekommen, um uns zu dienen. Und das feiern wir an dem Advent. Dass du gekommen bist, uns frei zu machen, frei von Religion, von äußeren Zwängen, von menschengemachten Zwängen. Und frei für dich. Und dass du mit uns willst, einen eigenen Weg gehen. Ein unglaublicher Zuspruch. Wir danken dir, dass du so ein wunderbarer Gott bist, der für mich Zeit hat und sich um jeden Schritt von mir kümmert. Und hilf uns einfach, dass wir einander am Leben lassen dürfen. Dass wir jedem zugestimmt, dass er ein eigenes Leben hat und dass er das mit dir gehen und laufen und dass wir einander ermutigen, unterstützen und füreinander da sind, einander dienen. So kommt dein Königreich. Amen.